willkommen zum Höhepunkt unseres Semesters. Anders denken, neu denken, querdenken. Darum geht es uns und genau darum geht es auch bei Ecosign. Mein Name ist Ina Schneider und ich darf hier heute meine Abschlussarbeit vorstellen. Und zwar möchte ich das Resol-System gerne Kindern erklären. Und so finden wir heraus die ökologischen, die ökonomischen und die sozialen Dimensionen, die mit diesem Baumhaus zusammenhängen. Was ich besonders schön finde, wie intelligent Mechanismen und Ansätze erfunden worden sind, die Menschen davon zu überzeugen, dass es eine gute Sache ist und dass es Freude machen kann, das umzusetzen. Oh, mein Name ist Agatha Jankowski, ich bin im vierten Semester und das ist mein Türgriff. Mein Türgriff ist meiner Katze gewidmet, von der ich mich habe inspirieren lassen. Ich habe ein Produkt für dieses Projekt gestaltet aus sogenannten Gummitüchern. Die Ästhetik der gebrauchten Gummitücher habe ich mir zunutze gemacht, um daraus Armbänder zu gestalten. Es handelt sich dabei um die Maya-Karte. Sie erhalten gleich einen ganzen Schwarm fleißiger Bienchen. Für Ihre Non-Profit-Organisation, Ihre Schule oder Ihr Hilfsprojekt bares Geld sammeln. Ich habe Schriftsetzer gelernt und dachte, ein Studium an der Ecosign verbindet nochmal so beides. Denn sobald eine von den Federn gebrochen ist, verändert sich die Flugeigenschaft und der Federball kann nicht mehr gebraucht werden. Das habe ich mir zunutze gemacht und die Federleitleuchte gestaltet. Wenn man 2 Liter Mineralwasser innerhalb eines Jahres trinkt, könnte man mit der Energieäquivalenz 2000 Kilometer Auto fahren. Eure Zeit wird so oder so vergehen und nichts wird euch bleiben. Kein Gold und kein Wertpapier werden mehr euer sein, wenn ihr in kalter Erde ruht. Und plopp, auf ist sie los. Ja, vielen Dank. Ich stelle Ihnen jetzt das Projekt Transition vor und das Wuppertal-Institut, für das wir in diesem Kurs gestaltet haben. Wir brauchen immer 2 Pole, zwischen welchen ein Übergang überhaupt möglich ist. Ich spiele hier mit 2 Begriffspaaren, mit dem Wohlstand und dem Wachstum. Ein Schrankenzaun, ein Schild und dann nochmal den Raum. Ja, das war's auch schon. Und der erste Preis in Höhe von 1000 Euro geht an Alexander Bernhard. Super. Das eine ist dieser Ideenreichtum, das zweite ist die Thematik selber, Nachhaltigkeit, und das dritte ist, dass auch der Club of Rome sich seit einigen Jahren damit beschäftigt, wie man das Thema Nachhaltigkeit im Bereich Bildung umsetzen kann. Das ist die innovativste gestalterische Arbeit in Bezug auf Nachhaltigkeit in einem Semester. Die wird also jetzt prämiert. Ich bitte mal die erste Nominierung an die Leinwand zu beamen. Dann haben wir mit der Startnummer 2 wieder eine Abschlussarbeit. Zur dritten. Der Gewinner ist Emanuel Steffens. Qualitativ hat sich bei der Recherche herausgestellt, dass Trinkwasser völlig zu vergleichen ist, und dann dachte ich mir als Gestalter, genau dafür will ich was machen, um dem diese Wertigkeit zu geben, die es zwar hat, aber die den meisten Menschen nicht bewusst ist. Ich denke, gerade dieses große Glas ist auch interessant für die Gastronomie, zu sagen, wir sind ein aufgeschlossener Betrieb, bei uns kann man auch Leitungswasser bekommen, ohne dass es peinlich ist, danach zu fragen, und das wäre dann so ein Zeichen, was halt auf der Theke stehen kann. Es ist ein sehr breites Studium, wie man sieht hier von der Präsentation vor 400 Leuten, bis hin zum kleinsten typografischen Detail wird man dort sehr gut individuell betreut und unterstützt. Und das ist was, wo ich sage, für mich war es genau der richtige Weg, das so zu machen. Es hat mich als Person einmal komplett umgekrempelt eigentlich. Also weitergebracht auf ganz vielen Ebenen. Also da habe ich einfach eine Menge mitgenommen in den letzten Jahren.